Jo, wie geht's euch? Ich hoffe gut. Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. Und zwar, Freunde, heute steht nicht nur irgendein Workout an, sondern heute steht ein 20 Minuten Oberkörper-Workout an, bei dem wir unseren gesamten Oberkörper natürlich in nur 20 Minuten komplett zerstören. Das heißt, wir trainieren hauptsächlich im Hypertrophie-Bereich, also im schnellsten Muskelaufbaubereich, damit wir eben so schnell wie möglich einen massiven und mächtigen Oberkörper bekommen. Und ich habe für euch das Workout so geplant, dass wir wirklich jeden Muskel des Oberkörpers gezielt und perfekt gleichmäßig trainieren. Wir trainieren heute 40 Sekunden und haben anschließend 20 Sekunden Pause. In der Pause, Freunde, erkläre ich euch immer die nächste Übung, die richtige Ausführung, Atmung, Technik und so weiter, damit wir die besten Muskelreize setzen, alles richtig machen und somit unsere Muskeln schnellstmöglich aufbauen können. Und noch ein ganz wichtiger Tipp, Freunde, damit ihr euch keine überteuerten Trainingspläne kaufen müsst, packe ich euch selbstverständlich kostenlos zwei Beispieltrainingspläne mit diesem Workout unten in die Videobeschreibung. Und jetzt wird's spannend, Freunde, ihr braucht für dieses Workout absolut nichts, außer eben kurz Handeln, vielleicht ein Handtuch und auf jeden Fall was zu trinken, denn das wird nicht leicht werden. Das kann ich euch schon mal versprechen. Und Freunde, ich packe euch aus Prinzip keine einzige YouTube-Werbeunterbrechung in dieses Workout, damit wir das Ganze gemeinsam durchziehen können und damit es auch keine Ausreden gibt. Also, lasst uns starten. Bereitet schon mal schwere Kurzhanteln vor, denn wir starten eben mit Bankdrücken am Boden und schlüpft in euer Trainingsoutfit, wenn möglich auch in eure Trainingshandschuhe, um eure Handgelenke zu schonen. Und wenn ihr noch zu müde seid, empfehle ich euch, den Big Shot Booster runterzuballern. Ja, Freunde, ihr merkt, bei mir wirkt der Booster offensichtlich schon. Ich verlinke euch den Booster, die Trainingshandschuhe, natürlich auch mein Trainingsoutfit und Trainingsequipment unten in der Videobeschreibung. Aber jetzt, lasst uns starten. Freunde, ich sag's euch, wie es ist. Ich bin extrem nervös. Es geht los in guten 10 Sekunden. 8, 7, 6. Wir starten los mit einer Aufwärmübung. Also, wir fangen jetzt einfach mal an mit Jumping Jacks, Freunde. Also auf gut Deutsch, Hampelmänner. Mehr ist es nicht. Einfach um den Körper warm zu machen, um den Puls etwas in die Höhe schießen zu lassen. Einfach damit wir, ja, Verletzungen vorbeugen und dann auch, ja, unsere Leistungsbereitschaft auch besser hinbekommen und steigern. So, als nächstes machen wir High Knees. Versuchen einfach hier die Knie hoch zu bekommen und wärmen uns schön auf. Als nächstes hier Butt Kickers. Schön hier einfach die Füße zum Butt kicken sozusagen. Und jetzt machen wir noch an Armkreisen nach vorne und nach hinten. Machen unsere Rotatoren schön warm. Nach vorne, nach hinten. Und wärmen uns einfach schön auf, noch locker laufen. Und jetzt erkläre ich euch schon die erste Übung, Freunde. Es kann also jetzt offiziell losgehen. Nämlich, wir nehmen eben, wie bereits erwähnt, schwere Gewichte und machen jetzt für die erste Übung ganz normales, enges Bankdrücken, wenn man so will. Nämlich spannen wir aber jetzt, zieht den Arsch an, gehen hoch, bringen die Handeln hier zusammen, Ellbogen bleibt beim Körper und explosiv nach oben, langsam nach unten. Arsch anspannen. Hier schön anderen Winkel haben, damit wir hier die Brust auch aus verschiedenen Winkeln trainieren können. Boom! Explosiv nach oben und so die Hanteln so fest wie möglich zusammendrücken, Freunde. So bringen wir es zu noch mehr Muskelreizen und somit zu noch schnelleren Muskelaufbau. Die Schulterblätter hinten fixieren, also schön hinten zusammenbringen. Schon mit voller Power arbeiten. Sehr gut. Das war mal die erste Übung. Für die zweite Übung einfach liegen bleiben. Machen wir genau dasselbe. Nur bringen wir jetzt die Hüfte zu Boden. Und hier arbeiten wir nicht mehr ganz eng, aber schräg. Das heißt, wir nehmen wieder unsere Handeln jetzt und gehen jetzt nicht ganz zusammen, aber hier schräg in Position. Und es geht los. Make me move.
Handeln ab, Freunde. Nämlich nutzen wir die Handeln jetzt, um Liegestütze zu machen. Denn so können wir hier tiefer nach unten gehen, schöner in die Dehnung gehen, als bei normalen Liegestützen. Und hier ist es wichtig, dass wir das Handgelenk hier nicht so eingedreht haben, sondern schön gerade haben. Also einfach schön gerade, eine Verlängerung des Unterarms, wenn man so will, damit wir hier die Handgelenke schonen. Durch die Handeln schonen wir die Handgelenke und können gleichzeitig tiefer nach unten gehen. Arsch anspannen, Bauch anspannen und Liegestütze rausballern. Schön, ganz nach oben und ganz nach unten. Ich will wirklich schöne Liegestütze sehen. Wenn es zu schwer ist, einfach hier auf den Knien abstützen und so weitermachen. Aber anfangs versuchen, schöne Liegestütze durchzuziehen, Freunde. Das merkt man schon extrem in der Brust. Das waren jetzt also mal schöne Brustübungen. Es geht weiter, Freunde, mit Fleiß. Aber Fleiß kann eine sehr starke Belastung für die Schulter sein. Aber nicht liegender Fleiß hier am Boden, denn hier ist der Boden unsere Unterstützung und unterstützt die Schultern. Jetzt einfach hochgehen, die Handeln nicht zusammengeben, etwas offen haben und jetzt schön aufmachen und wieder zusammen. Schön wirklich nur aus der Brust arbeiten, Freunde. Und oben eben nicht ganz zusammengehen, denn hier haben wir keine Belastung. Einfach nur hier arbeiten und ausatmen. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking crazy. Schön auf die Brust fokussieren, Muscle-Mind-Connection, ganz wichtig. Die Gedanken wirklich nur immer bei dem Muskel haben, den wir auch trainieren. Ganz, ganz wichtig bei diesem Workout. All these fucking bombs say you're not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters. Und Handeln ablegen. Sehr fein. Ah, ich spür's jetzt schon gut, muss ich sagen. Es geht weiter nämlich, Freunde, mit einer Übung für die Schultern. Also, wir packen unsere Handeln, stehen auf und machen jetzt eine Schulterübung. Nämlich, gehen wir die Handeln in diese Position und drücken uns jetzt schön hier nach oben. In die Knie gehen, Arsch anspannen, Core anspannen, also Bauch und so weiter, fest anspannen und mit dem Ellbogen vorne nach oben gehen. Das ist schon extrem schwer, aber durchbeißen. Nicht hier seitlich nach oben gehen, sondern vorne. Richtig hier nach oben gehen, Freunde. Ein häufiger Fehler ist, dass sie seitlich hochgehen, aber hier schön da vorne hochgehen und die Schultern berühren. Ich zeige es euch so, damit ihr es besser seht, denn das ist schon extrem schweres Gewicht, Freunde. Also, wichtig ist hierbei, dass der Rücken gerade bleibt. Also nicht hier durchstrecken, so leicht in die Knie bleiben. Bleiben und so arbeiten. Ganz wichtiger Tipp. Aber es geht schon weiter mit der nächsten Übung, nämlich Rudern. Also eine Rückenübung. Einfach hier nach vorne beugen. Rücken bleibt gerade und wir ziehen die Handeln. Let's go. Hier zum Bauchnabel. Wieder nach vorne und wieder hier zum Bauchnabel. Keinen Rundrücken machen, sondern schön hier Brust raus, Schulterblätter hinten, zack, zusammen und hier die Hand schön zum Bauchnabel bringen. Das heißt, wir sind im Untergriff, also die Finger zeigen zu uns, also nicht so greifen, nicht so fahren, sondern so, damit auch der Bizeps jetzt schon etwas aktiviert wird. Der Kopf soll eine Verlängerung der Wirbelsäule sein, das heißt nicht runterschauen, nicht überstrecken, einfach eine gerade Linie mit dem Rücken bilden. So, perfekt, Freunde. Es geht weiter wieder mit einer Rückenübung, nämlich kurz nachschauen, eine für den unteren Rücken natürlich wieder. Boah, ist das heftig. Nämlich jetzt Handeln entlang der Beine geführt nach unten führen. Bis ungefähr in dieser Position und wieder nach oben gehen. Schön hier nur aus dem unteren Rücken arbeiten. Rücken bleibt gerade, Arsch anspannen, wieder nach unten gehen. Schön den Arsch zurückschieben beim Runtergehen. Arsch, also Gluteus Maximus, schön zurückschieben, Freunde. Und hier kontrolliert nach unten gehen und wieder nach oben gehen. So trainieren wir schön den unteren Rücken. Kopf geht mit der Wirbelsäule mit, immer eine gerade Linie als Verlängerung der Wirbelsäule.
Perfekt. Kontrolliert ablegen das Gewicht. Kein Katzenbuckel machen. Und es geht weiter. Nämlich Pullovers. Das heißt, wir gehen jetzt wieder auf den Boden. Nehmen uns einen Hantel und ziehen jetzt einfach hier die Hantel nach oben. Kontrolliert nach unten gehen. Es geht los. Kurz halten. Nicht den Boden berühren. Und nach oben. Direkt wieder nach unten. Kurz halten, isometrische Kontraktion, ganz wichtig. Und wieder nach oben. Die Arme sind fast gestreckt. Ihr spürt es hier, wird der Latissimus, aber auch die Brust schön aktiviert. Ich spüre es jetzt schon im Lat, Freunde. Richtig gut hier drin. Sehr fein. Es geht weiter mit einem etwas leichteren Gewicht für die es zu schwer wird. Nämlich zum Beispiel einfach hier mit zwei 12,5er. Ihr könnt jetzt schnell auf Stopp drücken, einfach leichteres Gewicht nehmen. Jetzt nehmen wir den Bizeps, Freunde. Das heißt, wir drehen den Bizeps hier schön ein. Und währenddessen wir jetzt hier nach unten gehen, geht der andere Arm nach oben. So haben wir eine super Stabilität und können trotzdem zeitsparend trainieren, wenn wir gleichzeitig immer mit beiden Armen arbeiten. Der eine geht hoch, der andere runter, Freunde. Wichtig, Bauch anspannen, leicht in die Knie gehen und schön hier den Bizeps trainieren. Das heißt, jetzt schön nach unten gehen, kurz den Trizeps anspannen und wieder nach oben gehen. Nicht aus der Schulter arbeiten, die Ellbogen bleiben beim Körper, kontrolliert. Schön arbeiten, Freunde. Kurz ablegen, schön in die Knie gehen und kontrolliert ablegen. Weiter geht's wieder mit Bizeps Curls. Und jetzt bringen wir die Hanteln aber nicht hier vorne hoch, sondern hier hinten bei den Achseln hoch. Ganz wichtig, setzen wir andere Reize. Das heißt, Schulterblätter hinten zusammengeben, Schulter zurückschieben und Hanteln hier zu den Achseln bringen. Nach unten gehen. Dieses Mal beide gleichzeitig, kurz Trizeps anspannen und ausatmen. Boah, das brennt. Boah, das brennt. Weiter geht's mit Hammer Curls. Ganz klar, Freunde, Hammer Curls. Einfach in diese Position gehen und wieder Bizeps Curls machen. Kurz mal durchatmen. Ist echt extrem anstrengend. Was habe ich da für ein Workout zusammengebastelt? Heftig. In kürzester Zeit ziehen wir alles durch. Jetzt Hammer Curls. Also wir bringen die Hanteln hier so hoch, indem unser Handgelenk eben in einer neutralen Position ist. Also so, nicht so. Auch nicht so, sondern so. Und einfach hier nach oben und auf diese Seite nach unten und hier wieder nach oben. Ganz klar, wichtig hierbei wieder, Trizeps kurz aktivieren und wieder nach oben gehen. Schön ganz nach oben gehen, nicht nur halbe Wiederholungen machen. Das heißt wirklich hier schön nach oben, ungefähr bis hier und wieder kontrolliert nach unten. I keep on moving forward, always getting closer. Ist es heftig. So, jetzt kommen wir zur letzten Bizepsübung für heute, Freunde. Ganz wichtig beim Bizeps, falls euer Unterarm auch schon brennt, auch nicht schlecht, haben wir den Unterarm auch schon dabei, ist natürlich sowieso mit dabei. Aber jetzt bei der nächsten Übung, Freunde, kurz auslockern, nehmen wir die Hanteln weiter außen und was wir jetzt machen ist Bizeps Curls außen. Ellbogen beim Oberkörper abstützen und außen trainieren. Wichtig, wenn euer Unterarm zu stark brennt, einfach hier beim Hochgehen das Handgelenk nicht zu stark mit eindrehen. Denn wenn ihr es zu stark mit eindreht, trainiert ihr umso mehr den Unterarm. Das Handgelenk sollte immer gerade sein. Nicht so eindrehen beim Hochgehen. Nur so ein schneller Dip und schön hier Wiederholungen raushauen. Oh.
Bist du wahnsinnig? Heftig. Es geht weiter vorne. Nimm mich. Mit dem Trizeps. Der Trizeps macht 2/3 des Oberarmes aus. Also auf jeden Fall auch trainieren. Einfach wieder aufstehen. Das Gewicht in die Hand nehmen. Und jetzt hinten schön runterlassen. Und nach oben. Oh, heftig. Schön ganz nach unten und kontrolliert. Schön weit nach oben. Nicht mit Schwung arbeiten, einfach kontrolliert hochgehen. Und nicht jetzt hier mitspringen, sondern einfach kontrolliert nach oben gehen, damit wir auch hier auf den Rücken aufpassen. Leicht in den Knien bleiben. Oh, heftig. So, wir gehen zu Boden. Nächste Trizepsübung. Das heißt, jetzt machen wir dasselbe, nur am Boden. Boah, seht ihr, wie fertig ich bin? Ich schwitze komplett hier alles voll. Wow, Freunde, wieder zum Boden gehen. Es geht weiter, ihr merkt, dieses Workout ist sehr eng aufgeteilt. Also hier, neben den Ohren nach unten gehen und so nach oben. Also wieder, neben den Ohren nach unten, Ellbogen zeigt nach vorne und nach oben. Ellbogen zeigt nicht nach außen, sondern nach vorne. Ganz wichtig, wenn es zu schwer ist, einfach kurz ausschütteln oder kurzer Stopp drücken, schnell leichtere Handeln nehmen und direkt wieder mitmachen. Es geht schon weiter, Freunde. Boah, weil hier, sagen wir uns mal ehrlich, man spürt es extrem im Trizeps, in der Brust, aber auch im Bizeps. So, weiter geht's. Wir nehmen wieder mal leichteres Gewicht, Freunde. Ganz klar, nämlich für die Schulter, nämlich habe ich hier ein Gewicht vorbereitet. Seitliche Schulter heben, einfach leicht in die Knie gehen und hier Schulterblätter hinten zusammengeben, also hoch, nach hinten und wieder nach unten. Und hier schön aufmachen, kurz halten und wieder nach unten gehen. Aufmachen, kurz halten und wieder nach unten gehen. Also ihr merkt, das Ganze spürt man sehr schön, wenn man das richtige Gewicht wählt. Also einfach, falls ihr das Workout zum ersten Mal macht, einfach das richtige Gewicht immer nehmen. Beim nächsten Training wisst ihr schon Bescheid und dann fährt es extrem rein. Ich muss natürlich hier noch versuchen, das Ganze zu erklären, aber ihr könnt währenddessen immer schon super mittrainieren, Freunde. Kurz ablegen, es geht mit derselben Übung weiter. Nämlich, wir beugen uns nach vorne, Rücken wieder wie immer gerade halten, also nicht hier Katzenbuckel, gerade, Brust raus, Schulterblätter hinten zusammengeben und jetzt ziehen wir die Hanteln schön nach oben, um hier die hintere Schulter vor allem zu trainieren. Ganz wichtig, die hintere Schulter wird sehr oft vergessen. Ja, boah, das ganze Workout ist sehr eng, ich weiß Bescheid, aber nur so können wir das Ganze in 20 Minuten durchziehen. Wenn ihr das Workout schon einmal gemacht habt, kommt ihr viel schneller rein und dann reicht auch die Pause und so weiter, denn dann wisst ihr ja schon Bescheid, was die nächste Übung ist. Jetzt, Freunde, ziehen wir noch ein Bauchworkout für die nächsten 3 Minuten durch, dann haben wir es geschafft. Wir starten wieder einfach hier mit der Hantel, nehmen die Hantel und was wir jetzt machen ist, einfach hier Beine anheben und ausatmen und nach oben gehen. Wieder ausatmen und nach oben gehen. Oben kurz halten, 1, 2, langsam nach unten und 1, 2. So, Freunde, Hantel weggeben,
Jetzt einrollen und vorne zusammenklatschen. Also, jetzt nochmal alles geben hier. Schön hier zusammenziehen, einrollen, kurz zusammenklatschen, wieder aufmachen. Jetzt gibt es keine Pausen mehr, Freunde. Pause ist ein Fremdwort. I could change your mind. We know where we came from. Set our hearts on fire. The dreamers are all here. We could change your mind. They say you're only young. Letzte Übung, die letzte Minute, Freunde. Einfach hier Arme, also Beine anwinkeln, nicht die Arme. Und jetzt strecken wir ein Bein aus. Hier klatschen wir zusammen. Dieses Bein ausstrecken, hier zusammen klatschen. Extrem heftige Übung. Gebt nochmal alles. Let's go. I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed. Feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do. And I hope you let me in, let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah. Able, oh yeah. I'm stable, oh yeah. No label, oh yeah. You know me, I have. Ich hab den Pump des Jahrtausends. Holy shit, was für ein Workout. Wenn euch das Workout ausgefallen hat, Freunde, zeigt es mir jetzt sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Das würde mich freuen. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentarbox, wie heftig ihr dieses Workout feiert. Boah, ich muss jetzt was trinken. Holy shit, auf jeden Fall ein Proteincheck, Freunde. Also schaut auf eure Ernährung. Ansonsten bringt das gesamte Workout nichts. Boah, ich sterbe hier fast. Ansonsten bringt das ganze Workout nichts, wenn ihr nicht auch auf eure Ernährung achtet. Und vorher auf die normale Ernährung achten und dann, Freunde, mit Supplements ergänzen. Also wenn ihr Muskeln aufbauen wollt und Supplements braucht, ihr findet Europas günstigste Supplements unten in der Videobeschreibung. Die gibt es bei Prozis und mit dem Code Sascha 10 habt ihr Prozis. Die absolut meisten Vorteile, und das wird auch immer so bleiben, ihr findet unten in der Videobeschreibung auch meine Supplements. Und das sind nur Supplements, die auch wirklich was bringen. Da findet ihr eben, wie bereits erwähnt, auch mein Trainingsequipment, Trainingsoutfit und tausend andere Produkte. Und mit dem Code Sascha 10 bekommt ihr eben 10% Rabatt. Es werden jede Woche 100 Euro Gutscheine verlost an alle, die mit dem Code Sascha 10 bestellt haben. Und es gibt viele Gratisprodukte. Welche Gratisprodukte das sind, findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Checkt jetzt auch gerne die kostenlosen Trainingspläne aus. Und jetzt bleibt mir wirklich nur noch eins übrig zu sagen, Freunde. Und zwar, ich hoffe, dass euch das Workout genauso zerstört wie mich. In diesem Sinne, macht es gut. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Sascha. Peace. Du bist in der Endcard drinne, doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah, mehr Fitness gibt's nicht, such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen.